So, was geht YouTube und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Dieses Mal spielen wir wieder Star Wars Jedi Survivor. Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht groß drum rum, sondern starten direkt. Wir waren ja in der letzten Folge sie befreien. Auch ein bisschen komischer Name so. Aber genau, wir haben sie befreit. Sie hatte irgendeine Aufgabe zu erledigen. Wurde irgendwie resettet dann von ihrem Meister oder Meisterin. Und jetzt müssen wir die Aufgabe erledigen. Soweit ich das noch in Erinnerung habe, zumindest. Aber was haben wir hier? Ein altes Schrottsammler-Outfit. Warum hat Grease es aufgehoben? Nur das wollte ich auch sagen. Unheimlich. Ja. Naja. Das ist C.S. Halleck-Set. Wie ist das wohl hergekommen? Nein. So, Halleck-Set. Was auch immer das ist. Dieses siebenseitige. Lesen, ne? Die siebenseitige Halleck-Set gehört eins der Jedi Serjuta, die damit Musik komponierte. Mithilfe der Psychometrie konnte Cal es auch spielen, was der Grund sein könnte, weshalb sie Seer es ihm überließ, als sie die Mantis verließ. Ach, lesen. Bin ich nicht so der Freund von. Oh, hier können wir unser Lichtschwert bearbeiten. Warte, lass uns erstmal angucken, wie das Schrottsammler-Outfit aussieht. Oh, nichts Besonderes, ne? Aber ziehen wir das mal doch an. Ah, stimmt, wir können hier noch die Farbe wechseln. Ich glaube, so schick in weiß. Kann man machen. Grease hatte schon immer einen grünen Daumen. Wusstest du, dass er mit seinen Pflanzen redet? Ach, Grease und seine Pflanzen, ne? Können wir meditieren? Haben wir einen Punkt? Ne, haben wir nicht. Ah, hätte ich auch da oben sehen können. Ne? Wir müssen ja irgendwie durch den Hinterausgang raus. Genau. Das ist das Tor, das sie erwähnt hat. Oh. Gehen wir mal hin. Neuankömmling. Gehst du in nächster Zeit mal in die Kantina? Wahrscheinlich. Hast du den Mut, Monk einen Haltebolzen zu verpassen? Warum sollte ich das tun? Weil er mich nicht mehr bedient, der alte Knauser. Ich gebe ihm Kredits, wenn ich welche habe. Okay. Kann ich mit euch irgendwas tun? Sieht nicht so aus. Schön, dich zu sehen. Freut mich, dass du nach Kobo gekommen bist, Cal. Du arbeitest hart, nicht wahr? Und stellst dich immer schützend vor andere. Und wie kommst du darauf? Der Dreck auf deiner Hose? Ein Hauch von Adrenalin. Dein Blick sucht die Gefahr. Ist immer wachsam. Ich nenne es das Jägerauge. Um Beute zu erlegen, schulen Jäger ihre Beobachtungsgabe. Aber nur damit du es weißt. Dein freundliches Auftreten täuscht mich keine Sekunde. Wirklich? Oh ja. Du bist als Jäger ein Naturtalent und weißt das auch. Richtig geil, wie asynchron sie da redet. Und ist los. Ich glaube, dafür müssen wir hier irgendwie hoch. Kann ich dich streicheln? Hey, kleiner. Ja, feini du, ne? Aber wie komme ich rein? Gute Frage. Wahrscheinlich können wir hier noch nicht rein. Sondern erst später. Naja, egal, gehen wir zum Tor, das sie erwähnt hat. Können wir nebenbei vielleicht noch irgendwas erkunden?
Naja. Alter, hier würde ich aber auch gerne leben. Sieht wunderschön aus. Oh, Druiden. Wo seid ihr, Druiden? So, speichern dich einmal. Viel können wir hier nicht tun. Außer speichern. So, da müssen wir rüber, ne? Aber hier gibt's so viel. Ich bin darauf programmiert, sie zu töten. Ja, das ist echt schön für dich. Was? Hat wohl nicht so geklappt mit der Lady Diggin. Oh, oh, ja, 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 ja. Zeitverschwendung. Du bist eher Zeitverschwendung für mich. Habe ich so das Gefühl. So, was haben wir hier drin? Eine coole Hose. Aber meine gefällt mir. Wobei, ne, jetzt sieht die Sache ja immer an vorher, ne? Nachdem wir die erkundet haben. Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ich finde, die blaue sieht aber besser aus. Wobei, hier können wir auch die Farbe ändern. Wobei, komplett in weiß. Super, hast du nicht gespeichert. So. Die hier war es, ne? So. Und jetzt bin ich ein weißer Jedi. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen hier irgendwie drum herum gehen. Oder von... Nee, von da hinten nicht. Oh ne, ein Boss. Ein kleiner Boss. An dem wir vorbei müssen. Weg von mir. Und zack, 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 zack. So schlimm wie ich gedacht habe, war es nicht. So, was bist du denn für ein Vieh? Gallenschlund. Da, Tipps und so brauche ich nicht. So. Der große Gallenschlund hat eine dicke Haut und lebt in den vielen Höhlen. Perfekt, dankeschön. Lebt in den vielen Höhlen, Felsspalten und Talenengen auf Kobo. Wird er gestört, reagiert er aggressiv mit Tritten, Bissen, Spuckattacken und damit auf ein Ziel loszustürmen. Wie wir gerade schon bemerkt haben. Die meisten konventionellen Waffen können seine Haut nicht durchdringen, aber es gibt einige weiche Stellen, die ausgenutzt werden können. Wenn man mir verraten kann, wo die sind, wäre das praktisch. Ja, dann gehen wir noch einmal hier rüber. Gucken, was hier ist. Wahrscheinlich eine Kiste, ne? Bringen wir das zu Doma. Ja, aber auch nicht. Oh, hier geht's ja noch weiter. Machtessenz. Lebensessenz. Und was bist du? Ah, Lebensessenz. Perfekt.
Davon kann ich nicht genug bekommen. Druiden. Wir haben Gesellschaft. Ja. Das ist gut erkannt. Hey. Du bist ein neuer Druide. Das ist hier der neue Druiden, oder was? B1 Nahkampfdruide. Hatten wir den noch nicht? Rückgrat der Separatisten-Infanterie waren B1-Kampfdruiden typischerweise mit einem Standard-Blastergewehr E11 ausgestattet. Die B1-Druiden auf Kobo hingegen tragen häufig improvisierte Schlagstöcke. Ja, die sehen zusammengebastelt aus. Schlagstöcke, bei denen sich und wurden für entsprechende Taktiken neu programmiert. Auf diese Weise schufen die Bedlam Raiders eine ungewöhnlichere, bedrohlichere Armee und kompensieren gleichzeitig ihren Mangel an Waffen. Ist das ein Schreibfehler? Oder bin ich einfach zu blöd dafür? Egal. Wie lange das Lurk-Rehulk im Sumpf von Kobo feststeckte. Okay. Also, Druiden gibt's so und so und so. Und in ganz vielen verschiedenen Aufmachungen. Oh, Schatz, wo kommst du denn? Hier ist ein Schatz. Noch ein Klumpen. Ja. Die imperiale Patrouille müsste jede Minute hier vorbei. Ja, hier bin ich. Hallo, jeden Link heute. Ihr habt es euch besser vorgestellt, oder? Die Raiders halten das Imperium auf Trab. Wenigstens dazu sind sie zu gebrauchen. Ja, das stimmt. So. Es geht los. Perfekt. Brauche ich gar nicht umschalten. Erreiche die Waldanlage. Die Anlage müsste hier irgendwo sein. Vorwärts geht's nur mitten durch. Hast du das auch gesehen, BD? Wir sind hier nicht allein. Hä? Was war das denn? Achso, das bin. Das war blockiert. Achso. BD, mal sehen, was ich tun kann. Ich dachte schon. Ich dachte schon, BD wollte mich verarschen. Angst, dass es gleich hier einstürzt. Tatsache aber. Zum Glück nicht auf mich. Oh, hier ist noch ein Busch oder so. Endlich. Wir sollten einen Ort finden, um sie einzupflanzen. Oh, zack. Weiter geht's, BD. Versuchen wir es nochmal. Dann kann ich direkt von hier drauf springen. Perfekt. Tja, hast du nicht erwartet, ne? Was kannst du machen mit dir? Einige dieser Steinsäulen sind locker.
Oh, Salzsäule. Große Säulen aus brüchigem, schwerem Fels bevölkern den Basaltwald. Ja. Seismische Aktivitäten tief unter der Planetenkruste entwurzeln die Steinbäume, wodurch die Strukturen in ausgewachsenen Form ausbrechen. Der Stein wächst nicht mehr weiter, aber seine poröse Oberfläche bildet einen Nährboden für einfache organische Lebensformen. Wissenschaftler bezeichnen diese Strukturen als Steinwächter. Die wachen über den Wald, ne? Aber wie komme ich jetzt hier lang? Oder muss ich hier denn nicht lang? Super, wo muss ich dann lang? Was sagt die Karte? Dass ich hier hoch muss. Perfekt. Hier oben ist ein Eingang und da ist ein Eingang. Kann ich links irgendwie an der Seite? Nee. Oh. nee, ne? Ach so. Gut. Wenn ich die Welt nicht erkunde, dann... Kein Wunder. Ey, aber ich bin doch ehrlich nicht zu blöd hierfür, oder? Oh, ihr könnt in der nächsten Folge wieder einschalten, sobald ich hier das Ding geschafft habe. Und zack. Endlich. Was denkst du, ist das für eine Anlage, Kumpel? Centauri Cree sagt, sie enthält den Schlüssel nach Tenalor. Sie scheint das auch zu denken. Wir finden es heraus. Ja, wer, wenn nicht wir? Hier. Ich glaube nicht, dass sie uns gesehen haben. Gehen wir. Das Imperium ist überall. Geht's auch nicht lang? Dass man auch überall hingehen und lang gehen und erkunden. Damit man nichts übersieht. Hä? Achso. Ja gut, ne? Bei mir sieht man auch wirklich alle Tode. Hier müssen wir gar nicht lang, hier geht's doch nur zurück. Hallo Kel, willst du vielleicht zurückspringen? Nee, nicht so. Mhm, hab ich was gesehen. Ey, ich bin doch zu blöd für jedes Spiel, oder? Ah ja, stimmt, vielleicht hätte ich mich heilen. Das ist viel besser. Und ein Speicherpunkt. Perfekt für mich. Wenn es keine Speicherpunkte gibt. Warte. Alles okay. Ich muss mich doch noch ausruhen und heilen. Ausruhen, so. Wenn es keine Speicherpunkte geben würde, dann wäre ich. Die Raiders mögen die Imperialen auch nicht. Wer mag denn die Imperialen? So, ohne Speicherpunkte wäre ich verloren. In jedem Spiel. Okay, cool, lässt sich so nicht erkennen. Hoffentlich hat's wehgetan. Wer braucht das schon? Ein Schildkämpfer. Schildtruppler. Sinnvoller Name für den. Schildtruppler werden überall eingesetzt, wo das Imperium Aufstände niederschlagen muss. Sie sind mit Schlagstöckern und schweren Schilden ausgestattet und nur wenige Aufständische können ihre Verteidigung durchdringen.
oder ihre brutalen Schläge standhalten. Außer ich. Wie viele wir schon haben. Interessant. So, dich kann ich bestimmt auch noch scannen. Nee, dich habe ich schon. Lass uns diese Eimerköpfe überraschen. Am liebsten würde ich auf den rechts hier gehen. Aber natürlich geht das nicht. Super. Du bist erledigt. Hör darauf, mich abzuschießen. Was ist denn das hier für ein Jahr? Hier wurden Generationen von jungen Rockers aufgezogen. Und dann kam das Imperium. Hat alles erschossen und zertrampelt, was im Weg stand. So wie man die kennt. Fühlt sich nur so stark wegen deinem Schild, aber das bist du gar nicht. Also, wo ist der Druide, der hier war? Hallo? Bist du noch da? Ich glaube, der hat Angst bekommen. Oh, Benny. Oh, nein, 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 oh Mann. Aber anscheinend musste ich hier lang. Oh, oh, oh. Oha, er wollte sich eigentlich einfach über mich rollen. Wie er es einfach ausnutzen wollte, dass ich gegen ihn kämpfe. Der schert sich gar nicht drum, dass hier so ein riesiges Viech ist. Einfach auf mich gehen. Ich drücke immer wieder die falsche Taste. Rache des Gallenschlunds. Gallenschlunde sind berüchtigt für ihre schlechte Laune und zertrampeln, zermahlen oder pulverisieren alles, was ihren Amokläufen im Weg steht. Selbst ausgebildete imperiale Kampfsoldaten haben kaum eine Chance, einen Gallenschlund, der seinen Bau verteidigt. Gegen einen Gallenschlund, so. Was sagt die Karte? Dass ich hier lang muss. Nach oben. Nee. Doch, nach oben, oder? Egal, gehen wir trotzdem erstmal hier lang und gucken, was sich in dieser Kiste befindet. Eine coole Hose. Die Farbe wechseln kann ich von der aber nicht. Egal. Ziehen wir die mal trotzdem an. Dann sieht es so aus, als ob ich hierher gehöre. Aber ich glaube, da müssen wir unsere Jacke wechseln. Weil die passt irgendwie nicht dazu. Die passt gut, aber kann ich auch die Farbe nicht wechseln. Egal, dann nehmen wir diese. Können wir unser Hemd noch wechseln? Ah, perfekt. Oder was sagst du mit der Farbe? Nee. Das sieht schon gut aus. Jetzt sind wir ein Einheimischer. Oh! Ich dachte, ich kann mich daran ziehen, oh Mann.
So, BD, gib mir mal einen Stim. Ich brauch Hilfe. Danke, BD. Da können wir uns auch nicht dran ziehen. Oh Mann, Digga. Ey. So. Nochmal falle ich da nicht drauf rein. Ey, dieses Let's Play streckt sich ziemlich. Einfach nur, weil ich so schlecht bin. Aber gut für die Spielentwickler. Aber wer ahnt auch, dass er sich da nicht automatisch festhält? Selbst bevor sie beschädigt wurde, wäre sie hier nie im Leben angekommen. Zu Crees Zeiten musste man sich natürlich nicht mit dem Imperium rumschlagen. Ich würde viel für einen Blick in diese Galaxis geben. Das glaube ich, gell? Was bist du denn? Nur die Ruhe. Wer? Ich will keine nicht was. Ich auch nicht. Nur die Ruhe. Ich bin ein Freund. Ach, Mutter aller Monde. Da bin ich ja beruhigt. Ich tauge im Kampf nämlich nicht viel. Ich bin hier, um mir diese unglaubliche Struktur aus der Zeit der Hohen Republik anzusehen. Hätte nicht gedacht, dass ich mit meinem Feldtagebuch wilde Tiere abwehren muss. Ich rede einfach drauf los. Entschuldige das bitte. Ist eine schlechte Gewohnheit von mir. Ich bin übrigens Thor. Ich bin Cal. Das ist BD-1. Das Imperium wird nicht begeistert sein, wenn es dich hier draußen findet. Warum gehst du nicht zur Reach zurück? Ich denke, das werde ich tun. Oh. Erkunde die Kammer der Hohen Republik. Im Wald, glaube ich. Risiko und Forschung. Die Rationen und Vorräte hier reichen für einen anstrengenden mehrtägige Reise aus. Auch verschiedene kartografische und andere wissenschaftliche Instrumente wurden sorgfältig für die Reise verpackt. Und die hat sich dabei schon was gedacht, glaube ich. Also, dass auch diese Felsen immer perfekt fallen, so wie Kel es gerade braucht, ne? So. Hast du gesehen, worauf sie geschossen haben? Ein Spionagedroiden. Irgendjemand interessiert sich für diese Gegend. Ich glaube, vielleicht sind das die Raiders? Ist der, den ich gerade auch gesehen habe, ne? Also noch lustiger wäre es, wenn das auf die hier noch gefallen wäre. Aber gehen wir erstmal hier oben lang. Gucken, was hier oben ist. Oder gehen wir lieber. Enden wir besser nicht wie der hier. Lieber. Ich sehe nichts, oder? Wo? Ach so. Einfach ein mutierter Wookie. Ja, toll. Einmal bam bam gemacht. Als ob ich mich aber nicht befreien konnte von dem. Ja, da waren wir ja schon. Das eine Lichtschwert anstatt das Doppellichtschwert. Weil das eine macht ja immerhin mehr Schaden als das Doppelte. Schade, einen Metzen gibt's nicht mehr. Also früher war ich mal gut da drin, aber jetzt irgendwie nicht mehr. Also ein Tastenhämmern und so.
bisschen eingerostet, meine Finger. Vielleicht sollte ich ja ein bisschen mehr blocken und so, ne? Schon, was ist mit dem los? So, was bist du? Was ist das? Ein Mogu. Greifangriffe, der abtrennende Gliedmaß hält ihn nicht auf, ja, hab ich schon bemerkt. So, der Mogu ist ein gewalttätiges Raubtier, das dafür bekannt ist, seine Beute zu verfolgen und aggressiv zu attackieren. Ähnliche ja. Bin fast gerade an meiner Schlucke verspuckt. So, ähnliche Kreaturen wie der Mogu finden sich auf Planeten wie unterschiedlichen Klimen, aber sie haben ein relativ vergleichbares Temperament, denn sie packen ihre Ziele und wirbeln sie herum. Selbst mit schweren Verletzungen lässt ein Mogu niemals nach. Das klingt nicht so gut für uns. So, aber wenn ich so auf die Zeit gucke, ist die Folge jetzt schon vorbei. Aber genau, damit würde ich sagen, ich bin sehr inaktiv zurzeit. Was ziemlich schade ist für dich, aber egal. Ich hoffe, diese Folge hat dir trotzdem gefallen, auch wenn die Folgen immer so in einem Monat so eine erscheint. Genau. Trotzdem hoffe ich, dass dir die Folge gefallen hat. Kannst du gerne liken und ein Abo da lassen und mich gerne unterstützen. Mich inaktiven. Damit würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.